Als nächstes hat der Abgeordnete Wagner, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90, die Grünen, das Wort. 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir sollten noch einmal benennen, worum es heute Morgen geht. Wir beraten gerade zwei Sachverhalte. Zum einen ein Gesetz von CDU und Bündnis 90 die Grünen, das die Beteiligung des Parlaments auf eine gesetzliche Grundlage stellen will, und einen Antrag von CDU und FDP, dass der Ministerpräsident sich vor dem Parlament erklären soll. Was habe ich gesagt? Entschuldigung, SPD und FDP. Den Gesetzentwurf, es gesetzlich zu regeln, wie das Parlament beteiligt wird, wollen SPD und FDP heute nicht verabschieden. Aber sie wollen jedes Mal neu Anträge stellen, wie das Parlament zu beteiligen ist. Meine Damen und Herren, das ist schlicht und ergreifend nicht logisch. Es ist schlicht und ergreifend nicht logisch. Sie lehnen es ab, die Parlamentsbeteiligung heute gesetzlich zu regeln. Und warum tun Sie das? Damit Sie jede Plenarsitzung erneut Klamaukanträge zur Parlamentsbeteiligung stellen können. Erster Punkt, worum es heute geht. Zweiter Punkt. Sie fordern vom Ministerpräsidenten und von der Landesregierung, einzuerklären, wie Verhandlungen, die noch gar nicht terminiert sind, die noch gar nicht stattgefunden haben, am Ende ausgehen. Verhandlungen von 17 Regierungen, der Landesregierung und der Bundesregierung. Und das machen Sie ja nicht, weil Sie irgendein Interesse an der Sache haben. Die Rede des Kollegen Rock hat das ja deutlich gesagt. Sie wollen, dass die Landesregierung jetzt Festlegungen trifft, damit Sie dann nach der Konferenz der Regierungschefs Noten geben können, was von diesen Festlegungen eingetreten ist oder nicht. Das mag Ihr Politikverständnis sein. Das mag vielleicht in normalen Zeiten auch normaler parlamentarischer Betrieb sein. Aber ich sage Ihnen sehr deutlich, Herr Wagner, lassen Sie eine Frage zu, des Abgeordneten Rock. Ich sage Ihnen sehr deutlich, diese Krise ist größer als Ihre kleinkarierten politischen Spielchen. Es kann doch überhaupt keine Festlegung geben. Der Ministerpräsident hat das doch erläutert. Wenn unser Ziel ist, dass wir diese Pandemie möglichst gut und möglichst bundeseinheitlich bekämpfen wollen, dann ist es doch sinnvoll, dass man sich nicht in Festlegungen reinredet. Ja, dass man eine Vorstellung hat, was es für Möglichkeiten gibt, aber doch nicht vor einem Treffen sagt, wie es ausgeht. Wer so etwas fordert, der hat nur Interesse daran, irgendwelche politischen Spielchen zu spielen. Aber man muss ihn wirklich fragen, ob er ernsthaft verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat. Und Parlamentsbeteiligung, so wie wir das verstehen, bedeutet, als Parlament und als Parlamentarier zu sagen, was man will, was man will, und sich den schwierigen Abwägungen in dieser Krise zu stellen und zu sagen, zu welchem Ergebnis man am Ende dieser Abwägungen kommt. Nur zu erzählen, was die Optionen sind, um dann nachher Haltungsnoten geben zu können, das ist eindeutig zu wenig. Wir haben nicht eine Zeit, wo wir Besserwisser brauchen, wir haben eine Zeit, wo wir Bessermacher brauchen, meine Damen und Herren. Deshalb lassen Sie uns die Debatte verantwortlich führen.
Wir haben weiterhin viel zu hohe Infektionszahlen. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen, die beispielsweise die Leopoldina gemacht hat, wie wir durch weitere schmerzhafte Einschränkungen diese Infektionszahlen hoffentlich in den Griff bekommen. Ich finde es überaus verantwortlich, dass alle Ministerpräsidenten, alle Landesregierungen, gleich welche Parteien sie tragen, darüber beraten wollen. Ich finde das sehr verantwortlich, und ich verstehe überhaupt nicht, warum das verantwortliche Handeln, was alle Parteien in Landesregierungen zeigen, sich hier im Hessischen Landtag nicht in einem überparteilichen Konsens auch wiederfindet, sondern warum man hier jedes Mal wieder versucht, in einer der größten Krisen unseres Landes kleinkarierte politische Spielchen zu spielen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wagner. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann sind wir am Ende der Aussprache des die Frau Abgeordnete Wissler. Dann bitte schön. Das kann ich weiter. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In den letzten 24 Stunden gab es 1.917 Neuinfektionen in Hessen. Am Vortag war das noch 1.340. Allein in den letzten 24 Stunden sind 58 Menschen in Hessen an Covid-19 gestorben. Und bundesweit waren es 598 allein in den letzten 24 Stunden. Die Krankenhäuser sind am Anschlag an einigen Orten, und an einigen Orten sind sie schon weit darüber. Und wenn man die Bilder sieht, z.B. aus Krankenhäusern in Sachsen, wo Patienten ausgeflogen werden, wo Ehrenamtliche zum Teil helfen, dann zeigt das, wie dramatisch die Situation ist, wie ernst die Situation ist und wie dringend gehandelt werden muss. Und ich habe hohen Respekt vor all denen, die in den Krankenhäusern Covid-19-Patienten pflegen, die um deren Leben kämpfen, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen und die das auch an den Weihnachtsfeiertagen tun werden und auch an Silvester um das Leben dieser Menschen kämpfen. Und Herr Ministerpräsident, ich fand es gut, dass Sie so ausführlich auf die Situation in den Pflegeheimen eingegangen sind, auf die dramatische Situation, die ja in zwei Dimensionen dramatisch ist, einmal gesundheitlich, aber auch sozial. Wie schützen wir das Leben der Menschen in den Pflegeheimen, ohne dass diese Menschen vollkommen vereinsamen, weil sie ihre Familien nicht sehen dürfen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Rock, weil Sie die Frage aufgemacht haben, Schutz vulnerablen Gruppen oder Lockdown bzw. Kontaktbeschränkungen für alle, diese Frage ist beantwortet. Die Frage ist durch die Realität beantwortet. Es ist nicht möglich, die vulnerablen Gruppen zu schützen in einer solchen Pandemie. Es ist nicht möglich, wir können FFP2-Masken verteilen, das ist richtig und das kann man auch tun. Aber die vulnerablen Gruppen, die Menschen mit Vorerkrankungen, leben in den gleichen Haushalten mit anderen Menschen. Und in den Pflegeheimen haben wir das doch gesehen, dass es natürlich nicht möglich ist, dass sich Pflegekräfte infizieren, dass sich die Menschen infizieren. Es ist nicht möglich, in einer Gesellschaft zu sagen, wir nehmen eine Gruppe raus und die schützen wir, damit das Leben für die anderen normal weitergeht. Diese Strategie, diese Frage, Herr Rock, finde ich, stellt sich nicht. Die ist durch die Realität beantwortet, und zwar sowohl epidemiologisch, aber man kann auch diese Frage so, glaube ich, gesellschaftlich nicht diskutieren. Und ich denke, das war doch vielleicht auch zu lange die Illusion, dass das möglich wäre, dass man das Leben für alle einigermaßen mit Einschränkungen normal laufen lassen kann und bestimmte Gruppen besonders schützt. Und jetzt sind die Zahlen natürlich so, jetzt sind die Zahlen so hoch und so dramatisch hoch, dass wir ganz drastische Maßnahmen brauchen, um Kontakte insgesamt zu reduzieren. Wir haben das am Dienstag lange diskutiert. Herr Ministerpräsident, ich war nicht Ihrer Meinung, als Sie gesagt haben, es gibt kaum noch Instrumente.
die man haben kann. Das sehen wir anders. Wir haben die Woche jetzt lang und breit diskutiert über die Frage der Schulen, über die Frage von vollen Schulklassen und vollen Schulbussen. Da haben wir deutlich gemacht, dass wir da durchaus die Möglichkeit sehen und ein hohes Potenzial noch sehen für intelligente Kontaktbeschränkungen, ohne die Schulen zu schließen. Die Frage von Wechselunterricht, zumindest mal für die Mittel- und Oberstufen und die beruflichen Schulen, wo man jetzt erst einmal kein Betreuungsproblem hat, wenn man die Schulen, wenn man auf Wechselunterricht geht. Wir haben Kette doch Potenzial gegeben und Möglichkeiten, das Arbeitsleben weiter runterzufahren, zu regulieren durch mobiles Arbeiten. Aber natürlich haben Sie auch recht, wenn Sie die Frage aufwerfen, wenn es jetzt weitere Beschränkungen gibt, wenn es jetzt zum Beispiel Geschäftsschließungen gibt, dann muss man natürlich sich die Frage stellen, wie können wir die Existenzen der Menschen absichern. Und diese Frage stellt sich, und dass da Bund und Länder gemeinsam etwas entwickeln müssen und dass diese Existenzen gesichert werden müssen, das ist die finanzielle Frage. Aber ich sehe natürlich auch, dass es ein Problem ist, dass wenn man zwei Wochen vor Weihnachten erklärt, in drei Tagen schließen die Geschäfte, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, was das am Ende bedeutet. Und ob das die Infektionszahlen runterbringt, wenn alle erst einmal noch in die Innenstädte rennen, dann ist das schwierig. Und ich finde, das ist schon richtig, dass man das alles miteinander abwägen muss. Also man muss jede Maßnahme abwägen auf Infektionsschutz auf der einen Seite und was bedeutet das auch für das gesellschaftliche Leben und welche Auswirkungen hat das. Und natürlich brauchen wir auch einheitliche Regelungen. Das haben wir jetzt gesehen. In Sachsen schließen die Geschäfte und Thüringen sagt, jetzt fahren die alle zu uns. Das heißt also, man erzeugt durch die Maßnahme zum Teil dann mehr Mobilität. Ich denke, das sind die Sachen, die Sie am Sonntag diskutieren werden. Ich habe gesagt, ich habe meine Skepsis bei den nächtlichen Ausgangssperren. Da habe ich eher das Gefühl, das ist ein bisschen, das ist Symbolpolitik, auch weil ich nicht weiß, wer das am Ende kontrollieren soll. Aber völlig unstrittig ist, wir brauchen jetzt Maßnahmen, und zwar für alle, um das gesellschaftliche Leben runterzufahren, soziale Existenzen absichern und auch eben die sozialen Härten abzufedern. Das ist jetzt notwendig. Und Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Nur, ich glaube, der beknackteste Vorschlag in der gesamten Debatte ist die Einrichtung einer Enquete-Kommission, der Vorschlag von der AfD. Die kann dann zwei Jahre arbeiten. Bis dahin ist die Pandemie vorbei oder wir haben noch mehr Tote. Ich denke, Sie sollten aufhören, darüber zu reden. Wir müssen die Wissenschaft mit einbeziehen, wenn Sie sich allen wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigern, eigentlich bei jedem Themenfeld. Und über das Maskentragen brauchen wir von Ihnen erst recht keine Belehrung. Vielen Dank. Für die CDU erteile ich nun der Fraktionsvorsitzenden Frau Klaus das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Krise dauert an und die Maßnahmen werden härter. Bei mir zu Hause gilt ab heute Abend eine Ausgangssperre. Ich hätte mir das vor einem Jahr oder vor dreiviertel Jahr noch nicht vorgestellt. Wir haben 30.000 Neuinfizierte pro Tag. Wir haben viele Menschen, die sterben. Das ist die Lage, in der wir uns befinden. Und weil die Maßnahmen hart und die Lage ernst ist, haben wir uns entschieden, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, um diese Maßnahmen zu legitimieren. Und deswegen passt auch dieses Gesetz genau in diese Beratung rein. Wir haben gesagt, wenn die Krise länger dauert, muss sie auch von diesem Haus getragen werden. Und sie muss mitgetragen werden. Deswegen sind wir hier zusammen. Teil unseres Gesetzes war, und das an die Krise angepasst, wir wollen Transparenz im Parlament, wir wollen eine handlungsfähige und flexible Regierung in dieser Krise und wir wollen eine Unterrichtung, eine zeitnahe Unterrichtung. Und wenn ich mir das anschaue, dann kann sie zeitnah ja gar nicht sein. Wir haben die letzten Maßnahmen ausgiebig am Dienstag besprochen und die nächsten Maßnahmen, die gibt es noch gar nicht und wir werden hier schon drüber unterrichtet. Also zeitnah kann Parlamentsbeteiligung nicht stattfinden. Und ich kann auch zu unserem Gesetzesverfahren sagen, wir haben zügig, aber nicht verkürzt beraten. Und ich finde, wir haben
drei Lesungen in einem geordneten Geschäftsordnungsgang gemacht, und wir kommen heute zu einem Punkt, dass das Gesetz heute in Kraft tritt, wo wir mit den schärfsten Maßnahmen, die wir bislang hatten, auch die parlamentarische Legitimation haben. Und das ist ein guter und richtiger Weg gewesen. Da wir in dieser Woche ja schon viel miteinander zusammen waren, habe ich auch gut zugehört. In einer Rede der Kollegin Böhm war es, glaube ich, aus Treburger Verbundenheit greife ich das gerne mal auf, haben wir gehört, wir sollen auch loben, weihnachtlich oder insgesamt loben. Deswegen seien Sie doch froh, dass ich mir irgendwas gemerkt habe, Frau Böhm. Ich möchte ausdrücklich die FDP loben. Ja, ich möchte sie ausdrücklich loben. Im Problem beschreiben ist sie immer besser geworden. Sie kann sehr genau beschreiben, wo die Probleme liegen, und sehr genau die Alternativen aufzeigen. Aber welche Alternative? Und darauf kommt es doch an, welche Alternative zu ergreifen ist, das kann sie nicht deutlich sagen. Und langsam habe ich das Bild wie bei den Zuschauern, die Wer wird Millionär spielen. Das sind diejenigen, die, wenn die Frage aufgerufen wird, sagen, es könnte A sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch B sein könnte. C schließe ich nicht aus, aber D, also wirklich, D könnte es sein. Dann wird aufgelöst und dann wird gesagt, siehste, C habe ich doch gesagt. Und in die Richtung passt auch Ihr Antrag. Ja, Unterrichtung ja. Aber wenn Sie so genau festgelegt sind, warum steht da nicht drin unter Punkt 1 Lockdown sofort, unter Punkt 2 Schule schließen oder Punkt 3 Wechselunterricht landesweit? Das steht hier nicht drin. Hier stehen Fragen drin, die damit nichts zu tun haben und die nur in die Richtung gehen, dass wir sagen, Parlamentsbeteiligung, aber nur irgendwie. Deswegen sagen wir, wir haben ein Gesetz auch vorgelegt, das unverzüglich eine Unterrichtungspflicht durch die Landesregierung ermöglichen soll. Wir haben gesagt, wir wollen es hier im Parlament beraten. Die aktuellen Maßnahmen kommen irgendwann. Insoweit, vielleicht sehen wir uns vorweihnachtlich noch einmal wieder. Ansonsten bedanke ich mich nochmals herzlich beim Ministerpräsidenten, dass er im Vorgriff schon auf die Maßnahmen uns unterrichtet hat. Und ich bin stolz auf dieses Parlament, dass wir uns so dezidiert sogar im Vorgriff damit auseinandergesetzt haben. Vielen herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun die Fraktionsvorsitzende Frau Faeser ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute den Ministerpräsidenten gebeten, mit einem Antrag zu berichten, wenn am Sonntag, so wie es hier aussieht und die Medien gerade berichten, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin wieder tagen, hier zu sagen, mit welcher Position aus Hessen er dorthin fährt. Und Herr Ministerpräsident, ich habe sehr viel Verständnis dafür, wenn man sagt, das ist unsere Idee davon, wie die nächsten Wochen aussehen, weil nämlich dazugehört, und das habe ich ein bisschen vermisst, zu sagen, wie sieht denn die Situation an hessischen Krankenhäusern aus? Wie prekär ist die Situation? Und ich bin die Erste, Herr Ministerpräsident, und wir als Fraktion, die sagen, wenn die Intensivstationen drohen zuzulaufen in Hessen, dann sind wir für einen harten Lockdown, und zwar möglichst bald, meine Damen und Herren. Das ist eine Position der SPD, und deswegen wollten wir es heute hier diskutieren. Dazu gehören aber die Fakten, die haben Sie leider heute nicht auf den Tisch gelegt. Applaus
Und die Kollegin Klaus hat es angesprochen. Es sind 30.000 Neuinfektionen von gestern auf heute, innerhalb eines Tages. Es sind 598 Menschen, die gestorben sind. Deswegen ist die Lage so ernst. Und deswegen ist es so richtig, vor einer solchen Konferenz zu reden, wie man Menschenleben schützen kann. Und ich will mal ein gutes Beispiel in 9 Monaten herausgreifen. Ein gutes Beispiel. Es war nämlich leider nicht die Regel in Hessen in der Frage der Einbindung und tollen Informationen. Die hat nämlich nicht stattgefunden. Aber letzte Woche hat das erste Mal vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz eine Einbindung stattgefunden. Man hat uns vorher angerufen, bevor Herr Bouffier dorthin gefahren ist. Dann haben wir zum Beispiel über die Frage diskutiert, wie sollen die Kontaktbeschränkungen bei Kindern aussehen? Ich habe sehr vehement dafür gesorgt, Sie können sich erinnern an die Diskussion, dass ich gesagt habe, dass mit dem einen Haushalt für Kinder geht eben nicht. Dass man sich vielleicht eher daran orientieren sollte, ob Kinder in einer Einrichtung zumindest andere Kinder dann treffen können, auch nachmittags. Und Sie haben gesagt, Sie sehen das mit. Und darum geht es dieser Tage. Und ich finde es unverantwortlich, ich will das noch einmal sagen, angesichts dieser schwierigen Lage, Herr Kollege Wagner, was Sie hier für Begriffe nutzen, Klamauk. Ja, das ist völlig unangemessen. Es geht darum, völlig unangemessen, es geht darum, die einzelnen Maßnahmen vorher hier zu besprechen und zu hören, mit welcher Position der Ministerpräsident am Sonntag für Hessen dorthin fährt. Um nicht mehr, um nicht weniger. Und das möchten wir auch heute tun. Ich will Ihnen zum Beispiel etwas mitgeben für das Dilemma, was Sie beschrieben haben, an den alten Pflegeeinrichtungen. Für uns, und das sagen wir schon sehr lange, ist ein richtig und viel stattfindendes Testen an den alten Pflegeeinrichtungen jetzt das Gebot der Stunde. Weil nur so können wir die Vereinsamung der Menschen in diesen Pandemiezeiten verhindern an Weihnachten. Möglichst viel und schnell Besucherinnen und Besucher und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen. Bitte nehmen Sie das noch einmal mit für die Frage Weihnachten. Ich halte das für enorm wichtig. Und darum geht es doch jetzt, über die Maßnahmen zu sprechen. Und wenn das so ist, ich sage es ja, wenn Sie sagen, in den Krankenhäusern ist es so schlimm, und das war ja der erste Virologe oder der Leiter, glaube ich, gestern der Charité in Berlin hat es gesagt, es war der erste Chef einer Klinik, der offen gestanden hat, dass es droht, dass die Intensivstationen zulaufen. Und das angesichts der schwierigen Zahlen. Und da muss man doch dann sagen, jawohl, dann machen wir einen Lockdown, um das zu verhindern. Was ist zum Beispiel, das würde ich Ihnen auch gerne noch einmal mitgeben, die Frage, wie gehen wir mit den Arbeitgebern um? Ja, man guckt ja auf die Straßen, die Menschen sind ja offensichtlich nicht alle im Homeoffice. Auch die Arbeitgeber noch einmal aufzufordern, zu sagen, schicken Sie jetzt die Leute ins Homeoffice, damit sie wenig Kontakte haben, damit sie eben nicht sich weiter infizieren können und die Zahlen dadurch möglicherweise auch nach unten gehen, meine Damen und Herren. Das ist eine weitere Maßnahme, die wir Ihnen mitgeben für am Sonntag, um das zu diskutieren, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen noch einen weiteren konkreten Punkt mitgeben, weil ich glaube, dass der auch wichtig ist, weil es geht doch jetzt dieser Tage, die Lage ist doch wirklich ernst genug. Darum, dass wir in der Krise auch lernen von dem, was wir bereits gemacht haben. Und wir haben schon einmal den Einzelhandel geschlossen, weil es nicht anders ging. Und ich verstehe all die Abwägungen, die Sie auch in finanzieller Hinsicht vorhin hier dargelegt haben. Aber wenn wir den Einzelhandel wieder schließen, weil die Zahlen so hoch sind, um zu verhindern, dass weitere Menschen sterben, dann bin ich an Ihrer Seite. Aber dann lassen Sie es uns bitte so machen, wie wir es aus der Krise gelernt haben. Machen Sie gleich die entsprechenden Verordnungen mit, dass manche im Einzelhandel, wie zum Beispiel der Buchhändler, die Bücher nach außen auch verkaufen kann, so wie andere Essen nach außen ausgeben können. Machen Sie das gleich mit. Sie helfen den Einzelhändlern in diesen schweren Stunden an dieser Stelle. Und ich glaube, dass es darum geht, und man muss ja in so einer Pandemie, in einer Krise, die ja für uns alle neu ist, auch lernen, wie man damit umgeht. Und das einzig Sinnvolle ist doch, dass man vor solchen Konferenzen hier das Parlament beteiligt. Und hier dann auch sagt, was man möchte. Und da muss ich sagen, Herr Ministerpräsident, ich finde es schon interessant, dass dann die Rednerinnen
und Redner von Schwarz-Grün sich hier hinstellen und sagen, der hat nichts Konkretes gesagt und der hat nichts Konkretes gesagt. Was sind denn Ihre Inhalte? Herr Rock hat jetzt mehrfach gesagt, dass er gegen einen Lockdown ist. Und da unterscheiden wir uns von Herrn Rock. Wir als SPD unterscheiden uns von der FDP an dieser Stelle. Aber er sagt wenigstens, was er möchte. Und ich habe Ihnen jetzt auch sehr konkrete Dinge mitgegeben. Das habe ich bei Ihnen aber vermisst, meine Damen und Herren. Und ich glaube, wir müssen in der Pandemie Wege finden, wie wir organisieren, dass wir uns vorher austauschen. Das muss nicht immer im Plenarsaal sein. Ich bin die Letzte, die sagt, man muss jedes Mal ein Sonderplenum einrufen. Es geht nicht darum, in der Öffentlichkeit sich zu streiten, Herr Ministerpräsident, sondern ich habe es Ihnen gesagt, das Beispiel vor der letzten Konferenz war ein sehr positives, weil Sie uns das erste Mal in der ganzen Pandemie vorher eingebunden haben. Und darum ging es heute, weil wir sitzen hier alle zusammen. Wir sitzen hier alle zusammen, und dann geht es doch darum, zu definieren, mit was geht Hessen dorthin. Und ich will Ihnen einen weiteren inhaltlichen Punkt mitgeben. Bevor Sie über längere Schulschließungen nach den Ferien in Hessen, die ja bekanntermaßen relativ lang sind, die fangen nächste Woche schon an und gehen dann ja bis zum 10. Januar, bevor Sie weitere Schulschließungen dahinter machen, möchten wir, dass Sie sich fürs Wechselmodell einsetzen, damit Unterricht nach wie vor wenigstens stattfinden kann, damit die Schülerinnen und Schüler eine Chance haben. Das sind sehr, sehr konkrete Maßnahmen. Und Frau Kollegin Klaus, Sie waren ja die Einzige, die auch zum Infektionsschutzgesetz etwas gesagt hat. So wollten wir es ja auch machen in der Debatte. Deswegen möchte ich das jetzt auch tun. Sie haben gesagt, Sie hätten Ihren Gesetzentwurf hier in einem ordnungsgemäßen Verfahren in erster, zweiter, jetzt dritter Lesung durchgeführt. Das stimmt nicht, weil Sie eine öffentliche Anhörung oder auch schriftliche Anhörung verweigert haben. Also ist es auch kein ordentliches Verfahren. Nein. Und ich will Ihnen mal was zu Ihren Angeboten sagen, Frau Klaus. Warum haben Sie uns denn nicht beim letzten Plenum im November angesprochen und haben gesagt, hören Sie mal zu, Frau Faeser, wir haben es eilig, wir würden gern noch dieses Jahr dieses Gesetz auf den Weg bringen? Das haben Sie nicht getan. Ja, warum machen Sie es denn? Weil wir finden, dass man auch Anfang Februar das Gesetz entscheiden kann. Darauf kommt es nämlich nicht an, auf diesen einen Monat jetzt über die Feiertage. Und ich glaube, es hätte einen gemeinsamen Weg gegeben. Und der ist mehr als angemessen in dieser Frage, weil es geht um unsere Rechte. Und es wäre klug gewesen, auch mal Sachverstand von außen auf beide Gesetzentwürfe gucken zu lassen. Ich glaube, und das ist meine Erfahrung aus langen Jahren hier in diesem Hause, dass man dadurch klüger wird, meine Damen und Herren. Und deswegen wäre es angemessen gewesen. Und jetzt schauen wir uns Ihr Gesetz noch einmal an. Was regeln Sie denn da? Sie regeln, dass die Rechtsverordnungen zeitnah ins Plenum kommen müssen. Das tut unser Gesetzentwurf auch. Das ist auch richtig. Darin stimmen wir überein. Deswegen glaube ich auch, dass man an der Lösung hätten arbeiten können. Ihr nächster Schritt ist aber dann zu sagen, und dann kann das Parlament von seinem Recht nach 80 Absatz 4 Artikel im Grundgesetz Gebrauch machen. Das muss ich nicht in ein Gesetz schreiben. Das ist jetzt schon Gesetzeslage, und das ist Verfassungsrecht. Das muss ich nicht in ein Gesetz schreiben. Und es wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn nicht wir Ihnen das sagen, sondern wenn das Sachverständige machen würden, Frau Klaus. Und ich glaube, dass es, nein, es ist, ich glaube, dass sich's gelohnt hätte, in der Sache darüber zu streiten. Jetzt haben wir zwei Gesetzentwürfe vorliegen. Der eine ist an Hamburg angelehnt, den haben Sie vorgelegt. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der an Baden-Württemberg orientiert ist. Und ich glaube, es wäre klug gewesen, das beides zusammenzubinden und für uns hier die beste Handhabung zu finden. Aber Frau Faeser, ich weise Sie darauf hin, dass die Redezeit abgelaufen ist. Aber das haben Sie mit Ihrem abgekürzten Verfahren und wieder einmal erneuten Nichtbeteiligung der Opposition hier vertan, diese Chance. Es hätte diese Einigung gegeben. Sie haben sie leider mit Füßen getreten an dieser Stelle. Und das tut mir in der Sache sehr leid, weil es hier um wirklich wichtige Dinge geht, die wir gemeinsam für uns alle hätten regeln können. Vielen Dank.
Dann sind wir am Ende der Aussprache zu diesen beiden Tagesordnungspunkten. Die Beschlussfassungen finden heute Abend statt, am Ende der Tagesordnung.